Recht herzlich willkommen zur 97. Folge von Avorion. Ja, was machen wir jetzt? Das ist die Frage. Wir haben letztes Mal halt hier das Öl hin und her geschoben und ja, 407 zu 599 könnte man wieder machen. Aber ist es das? Das ist die Frage. Klar, so kann man Geld verdienen, aber es sind im Endeffekt irgendwie 100.000 oder sowas, die wir da verdienen, aber mehr auch nicht. Jetzt müssen wir weiter überlegen, ob wir irgendwo anders noch die Möglichkeit haben. Wie viel haben wir denn? 3 Millionen? Ja, wir sollten jetzt mal schauen, dass wir irgendwo anders hinfliegen. Der eskortiert uns, habe ich eingestellt. Wir sind hier. Wir müssen jetzt mal gucken, wo irgendwo anders was ist. Handelsposten, Handelsposten, Reparaturdock. Hier. Unser Asteroid gibt es da. Okay, da können wir dann wieder eine Station bauen. Handelsposten, Reparaturdocks, Schafsrench, Plastikhersteller. Oh, da gibt es einen Plastikhersteller. Sollten vielleicht Rohöl mitnehmen dahin. Und dann mal bei den Fusionskernkraftwerken vorbeigucken, weiß ich nicht. Stahlfabrik, Plastik. Stahl brauchen wir natürlich auch überall, ne? Gucken wir mal gerade auf der Strategiekarte, dass wir Stahlwerk anklicken. Wer ist das? Ölraffinerie. Fleischfabrik. Pflanzenfarm. Das war schon alles. Da ist noch was. Da ist die Stahlfabrik. Gehen wir mal gerade gucken, wie das da so aussieht. Schwarzes Brett haben die nix. Nochmal das ganze Güter handeln und die haben Stahl vorrätig. 408 Credits. Kostet also ungefähr genauso viel. Was ist denn mit 408 Credits vom Durchschnitt her gesehen? Stahl. Ist teuer hier, alles klar. 47% über den Durchschnittspreis. Das heißt, die brauchen wir gar nicht hier kaufen. Dann würde ich sagen, entscheiden wir uns dafür, dass wir irgendwo durch irgendein Tor fahren. Wo wollten wir hin? Hier? Ja. Dann nehmen wir aber das Öl noch mit, wie gesagt. Ist das die Ölbude? Ja. Dann fliegen wir da noch hin und holen gerade das Öl ab. Das nehmen wir dann mal mit, ne? Einmal da ein Dockingport ran. So, F. Güter handeln. Für 405 kommen wir jetzt hier die 81. Gekauft. Und das war's hier erst. Fliegen wir einen kleinen Schritt weiter. Und warten, bis unser zweites Schiff kommt. Wo ist das? Da kommt's. Gut, auswählen. Ja, das ist nicht das Schnellste, ne? Dann müssen wir mal überlegen, ob wir da nochmal... Aber der macht diesen Schub wahrscheinlich nicht. Das ist das Problem. Wenn wir langsam fliegen würden, würde der wahrscheinlich genauso hinterherkommen. Müssen wir mal schauen, dass wir das hinkriegen. Da kommt er. Und wir können schon reingehen. Okay. War das jetzt ausgewählt? Ja. Ein bisschen näher noch.
glaube, wir sind schon dran vorbeigesegelt, freundlicherweise. So, dann kommen hier auch noch das Öl. 504. Ja, da haben wir irgendwo eine Taste fehl erwischt. Ach, wieso können wir nicht mehr? Aber er hat nicht mehr, alles klar. Okay. Das wird wahrscheinlich auch nicht mehr. Gut, naja. 496 können wir gerade so mit leben, oder? Rohöl will er haben, aber er hat nichts mehr. Gut, dann produziert er definitiv auch nichts mehr. Gut. Dann dahin. Schiff betreten. Befehle. Mich eskortieren. Und Tor auswählen. Südwest. Was ist das für ein Tor da? Na, das passt ja super. So, jetzt fliegen wir mal ohne Dingens dahin gerade, ohne Power. Nee, der bleibt immer hinten. Ist egal, wie schnell wir fahren. Oder fliegen. Ab in die grüne Suppe. Geschafft. Und wen haben wir da schon? Banditen warten hier. Kommt unser Schiff da durch? Gute Frage, ne? Nordwest. Nord-Nordwest. Dann müssen wir Nord-Nordwest nehmen, ne? Gut, fliegen wir da mal schnell hin. Ist die Frage, ob der danach kommt oder nicht, ne? So, da müssen wir mal gerade auf die Karte gucken. Er ist noch da. Sollte gleich irgendwann da sein. Wenn es denn funktioniert. Was haben wir denn hier? Schafsfarm, Ressourcendepot, Plastikhersteller. Wir sind schon da. Hier wollten wir sowieso hin. Aha, da haben wir jetzt die Dingens bezahlt. Teleporterfabrik. Schafsranch. Das ist ein Ressourcendepot. Da ist noch was. Fusionskernfabrik. Handelsdepot. Oder Handelsposten. Wer ist das? Das ist ein Kreuzer. Die Chance haben. Haben wir den gehabt? Ich glaube, den haben wir nicht gehabt, ne? Doch, Teleporterfabrik. Ah, er hat mich verloren, alles klar. Ja, super. Kurz reparieren. Er kommt ein bisschen in einen Sektor, oder wie ist das? Da hinten ist er, wird angegriffen. Gut. Das heißt, ihr müsst Lorna glauben.
So, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht drauf gehen. Unser Schutzschild geht runter. Ich glaube, haben wir auch gerade den weitesten ausgesucht, ne? Wird er denn kaputt gehen? Jetzt. Okay. Schutzschild hält noch. Müssen wir noch den einen da kaputt machen, der da schießt. Das ist gar nicht der. Na, jetzt müssen wir mal kurz einen Schutz hier wegnehmen. Da sind auch noch welche. Die allerdings mein Schiff kriegen. Das muss ich jetzt mal schützen. Jetzt ist der dran. Ja, ich muss den da auf jeden Fall kriegen. Oh, weggesprungen ist er. Das ist echt doof, ne? Wo ist mein Schiff? Das ist die Frage. Ist das noch heile? Wo ist der Grüne? Tja. Oh, er ist doch noch da. Cool. Okay, ab in Baumodus. Reparieren. Geht schon. Geht wohl schon. Näher ran an unser Schiff hier. Das müssen wir auch reparieren. Hat aber ein bisschen was ausgehalten. T. B. Reparieren. So. Raus da. Wieder wechseln. Und kurz müssen wir da Befehl geben. Nicht eskortieren, nicht vergessen. Ja, das ist alles okay. Ich hätte auch, glaube, nichts anderes machen müssen, wie gerade mal reinschauen. Sag schon, was haben wir denn eigentlich hier? Ist gar nicht eingestellt, ne? Tesla-Geschützturm ist die 1. Bergbau war die 3, ne, war die 2.
Und der Abwracker war die 3. Jetzt passt's, ne? Naja, wir haben mit allem geschossen, was wir hatten, aber auch egal. Ja, jetzt gehen wir dann auf die 3. 2. Und gucken, dass wir den da mal abbauen ein bisschen. Piraten greifen den Sektor an. Boah, der knallt jetzt voll in mir rein, oder? Oder doch nicht? Okay, die Herrschaft möchte Neues wissen. Ich bin zu nah dran, dann kann ich den nicht mehr treffen. Okay, mein zweites Schiff ist sozusagen der... Na, ich sag schon. Der Bot, ne, der Tank. Der macht sich ja so einen Staub, kann das sein? So, jetzt ist er dran. Obwohl, ich müsste erst den nehmen, weil der auf mich schießt. Jetzt schießen beide auf mich, okay. Dann bauen wir da weiter, weil der schon mehr erwischt wurde. So, jetzt aber das hier. Der ist hin, jetzt ist der dran. Unser Schutzschild ist gerade wieder angegangen, das speichert sich. Okay, ich glaube, Piraten sind alle weg. Diesmal hat es unser Schiff ein bisschen mehr erwischt, ne? F interagieren, bauen geht aus der Ferne. Schiff reparieren. Okay, das geht noch nicht. Also ein bisschen warten, aber das waren 15 Sekunden oder sowas, ne? Dann gehe ich selber in den Baumodus, gucken, ob ich mich reparieren kann schon. Nee. Nee, geht immer noch nicht. Steht irgendwo der Cooldown? Ich sehe den nicht. Jetzt sag ich jetzt nicht, ich kann... Den nicht, weil das Spiel pausiert ist, oder was? Kann ich mich reparieren? Mich konnte ich jetzt reparieren, gut. Okay. Und wenn das jetzt nicht geht, dann ist ja auch Blödsinn, dass es da ist, ne?
Also das heißt, ich muss da erst einsteigen, um dann zu reparieren. Na toll. Okay, das ist keine gute Lösung. Aber naja, irgendwie muss es ja gehen. T, B, reparieren. Ich weiß gar nicht, ob der hier, der hat gar kein Schild, ne? Kein, sag schon. Das sollten wir vielleicht noch einbauen. Das macht Sinn, dass der das bekommt. Büro-Phalanx, ne, den brauchen wir nicht. Davor können wir aber den bauen. Schildgenerator in grün, nimmt's den. Wo ist er nur Antrieb? Ich glaube eine Seite weiter, ne? Generator, Schildgenerator. Achso, das haben wir schon. Dann machen wir mal da einen kopieren. Dann machen wir einen V, dann haben wir den passend groß. Und dann kriegt er den davor gesetzt. Und dann könnten wir schauen, indem wir den Baumodus verlassen, dass er da unten auch jetzt so einen Balken hat. Ich frage, wie groß der ist. Auf jeden Fall wird er gerade schon wachsen. Oder wächst der schon gerade. Gut. Betreten. Ja, jetzt kriegt er auch ein Schild dazu. Hier ist auch ein Schild. Ja, und ich würde mal sagen, nächste Runde gucken wir, dass wir hier abwracken, wenn es dann klappt. Obwohl da vorne lacht mich gerade so ein Ding an. Das nehmen wir natürlich gerade erst nochmal mit. Ist eine Kanone, ne? Ja. Und was ist es für eine? Steht nicht bei. Doppelmaschine, Schützturm. Okay, war jetzt nicht der Bringer, aber da fliegen auch noch welche rum. Die hole ich mir auch noch gerade. Sind das auch Waffen? Ich gehe von aus. Na komm schon. Steht leider nicht dran, was es ist. Erst wenn man drauf geht. Doppelmaschinengeschützturm. Das andere ist da. Weil ich glaube, wenn wir abspeichern, dann ist das hier auch weg. Auf jeden Fall hier die Teile. Doppelmaschinengeschützturm zweimal oder was? Naja, kann sein, dass der von eben noch zählt. So, Schrott liegt hier genug rum, ne? Ja. Ich guck mal lieber nur einmal gerade hier vorbei. Da ist nämlich auch noch einer am Sprühen, oder was? Ne, das ist was anderes. Das Titan, was wir jetzt aufsammeln, oder? Ja. Ah ne, die anderen Dinger erkennt man schon eher, glaube. Ja, geht nicht so weit, ne? Okay, geht doch so weit. Also man könnte jetzt stundenlang hier abbauen, wie immer, ne? Das ist ja eine meiner Lieblingsaufgaben, zu gucken, was ist drin, ne? Aber wie gesagt, das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss!